Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg. Wir starten einen neuen Ringkrieg. Da muss ich jetzt ganz kurz erstmal schauen. Genau, letztes haben wir gegen als Zwerge gespielt, das haben wir dann auch ganz gut über die Bühne gebracht. Dieses Mal auf Bitten vieler Leute spielen wir mit Angmar. Das muss ich hier erstmal alles zumachen. Für die Leute, die es interessiert, meine Nesselsucht ist nach wie vor da und schaut sehr böse aus. Ja, es findet sich einfach kein Medikament, das mir hilft, außer Cortison, und das langfristig will ich jetzt noch nicht nehmen, wenn es sich vermeiden lässt. Von dem her, doof das. Extremst doof das. Also was spiele ich denn mit Angmar? Welche Farbe kriegt ein Angmar? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe keine Farbe für Angmar. Nehme ich Orange? Weil Orange habe ich immer auch für die... Warte mal, vielleicht... Weil wir hatten ja Angmar als Gegner. Ah ne, schon gelöscht. Dann nehme ich jetzt einfach Orange als Angmar. Und halt dann noch für Uruk-hai. Es gibt halt bloß 6 Farben für 7 Völker. Das ist halt wieder mal ganz gut gemacht. EA, danke dafür. Ja, Nesselsucht, wie gesagt, sehr, sehr schlimm. Schlafmangel wegen dem Juckreiz und dem Kratzen und dem Brennen der Haut. Dann überall Quaddeln, Juckreiz, Brennen. Der ganze Mist und dann halt Schlafmangel. Das geht jetzt schon Wochen wieder so. Akupunktur habe ich ausprobiert, schlägt bisher auch nicht an. Von dem her muss man mal gucken, wie das dann weitergeht. München, die Ärztin meinte, ich sei austherapiert. Es gibt nichts mehr, was man machen kann, aus schulmedizinischer Sicht. Was auch ziemlich blöd ist. Und ja, zum Auslöser suchen, hat sie gemeint, wären wir eigentlich auch schon mit allem normalen und seltenen Zeugs durch. Es gibt nur noch ganz Verrücktes, was sie jetzt so noch nicht sieht, dass man unbedingt probieren muss. Muss man jetzt halt mal gucken, ich weiß nicht. Was ich jetzt probiere, ich habe mit der Ärztin gesprochen, ist, ich werde probieren, eine sehr langfristige, also 6 bis 12 Monate, werde ich probieren, eine glutenfreie und milchfreie Ernährung hinzukriegen. Wie gut sich das auf mich auswirkt, weiß ich jetzt nicht, das muss man dann auch mal sehen. Ob das wirklich das ist. Es ist halt jetzt einfach bloß ein Schuss ins, auf gut Glück quasi. Ob das dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber zumindest kann ich irgendwas ausprobieren. Bevor ich nichts mache, ist nämlich auch nicht sehr schön. Ich kann euch das kurz zeigen, wie schlimm es eigentlich auch... Und es ist bloß so ein... Wie sagt man... Ja, weiß ich jetzt nicht. Es ist nur ein kleines Ausmaß. Ich hab's gerade am Arm. Für alle, die es nicht sehen wollen. Ich zeig's euch jetzt einfach mal, damit ihr kurz wisst. So grob euch vorstellen könnt, wie es ist. Wer es nicht sehen will, der schaut jetzt weg. Augen zu machen. Ich sag dann wieder, wenn ihr gucken könnt. Es ist nichts Ekliges eigentlich, aber es ist halt, schaut halt einfach nicht schön aus. Ich hoffe, die Kamera sieht man's. So rote Flecken. Und normalerweise sind die halt geschwollen. Ich habe jetzt schon wieder Cortison und Antihistamin genommen, damit das wieder weggeht. Aber das habe ich halt dann über Nacht, quelle ich so auf und das halt am ganzen Körper von Kopf bis Fuß komplett durch. Also überall, manchmal auch so handgroße Flächen, komplett geschwollen, juckt wie Hölle. Dann kratzt man und dann irgendwann fängt es an zu brennen. Das ist ganz eklig. Und das ist halt jetzt schon seit einem Jahr so quasi. Und das geht nicht weg. Ich weiß nicht warum. Was nehmen wir noch als Gegner? Orks sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die haben die Riesen. Und dann nehmen wir noch die Elben, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Und dann legt man gleich auch los. Den Todklingel kriegen sie. Die Elben kriegen den Erotan Revol. So, dann setzen wir mal alle Leute, die Menschen, ab nach Minas Tirith. Schicksalsberg. Dol Guldur. Ich könnte auch Gundabad, aber... Na, es ist zu nah.
Das Ding ist halt, wenn ich am Anfang sofort einen Gegner in Reichweite habe, dann passiert, was passieren muss. Ich krieg super schnell eine starke Armee zusammen. Obwohl, passt mal auf, ich mach's schwieriger. Menschen vorn Ost. Ich will sie halt auf einer Festungskarte haben. Gundabad Berg, ja, da gibt's Orks, aber das. Dol Guldur, das da. Und die Zwerge. Zwerge in die Eisenberge setzen. Ja. Ja gut, ist jetzt. Ja, ist nicht so. Ansonsten würde ich halt die Zwerge hier hinsetzen. Nach Gundabad. Weil da passen sie storytechnisch gut rein. Und ich hätte halt sofort Stress mit Menschen, Elben und Orks mit einer Rasse, die ich nicht gut spielen kann. Das könnte sehr spannend werden. Ich glaube, ich mache das so. Und später haben dann die Zwerge und Mordor Zeit, sich richtig auszubreiten. So, die Teams passen. Menschen, Mordor, Orks, Elben, Zwerge. Dann legen wir mal los. Boah. Eklig. Das Ding ist halt, irgendwann kann man es nur verhindern. Man muss sich einfach kratzen. Das ist so viel dann überall. Ist dann ganz schlimm. So, wir nehmen den Safe Stat und den anderen, kein Laden. Den überspeichern wir auch gleich. Und damit sind wir jetzt offiziell im Let's Play nach nur 7-8 Minuten Laberei. Aber es muss auch mal sein. So, wen haben wir? Wir haben den Troll. Den Hexenkönig. Der kann fliegen. Der kriegt den Zuchtmeister. Die Verstärkung ist eingetroffen. Sehr schön. Die Verstärkung ist hier. Interessant. Die Verstärkung ist eingetroffen. Haben die das bloß bei Angmar? Weil bei anderen Völkern sagen die nichts und bei Angmar jetzt so Verstärkungen eingetroffen. Das ist mir neu. Halle der Krieger oder des Königs oder whatsoever. Gut, den Troll schickt man runter. Den hoch. Morokmir schickt man runter und Walder Fry. Den schickt man auch hoch. Walder. Und ja, schauen wir mal. Ja, Instant Angriff von den Orks. Habe ich gar nicht anders mit gerechnet. Und Drogoth der Drachenfürst mit vollem Karacho. Der Hexenkönig kann nicht fliegen, der kann nur reiten. Ja, gut. Okay. Wir kämpfen Echtzeit, ist klar. Und ich werde schauen, dass wir möglichst schnell Bogenschützen bekommen. Damit wir gegen Drogoth kämpfen können. Und dann mal schauen. 1 gegen 1 müsste ich eigentlich die KI bezwingen können. Ich bin jetzt noch im normalen Let's Play. Das heißt noch nicht im Challenger Let's Play, das ich anschließend irgendwann machen möchte. Wo ich dann nicht ins Minus gehen darf mit meinem Guthaben quasi. Das heißt, ich darf jetzt hier noch bauen, wie ich lustig bin. Okay, ich bin schon mal übelst handicapped. Weil... Oh Gott. Weil, das ist das Fiese. Höhlentroll. Ja, ich bin übelst gehandicapt, weil der Hotkey für mein Produktionsgebäude ist M. Und das ist einer der schlechtesten Hotkeys, die man sich vorstellen kann. Ewig weit weg benutze ich nie, auch bei StarCraft nicht. Das heißt, ich muss immer klicken, klicken. Ich glaube, die Hotkeys kann man nämlich nicht umsetzen. Das ist das Problem. Wenn man so umsetzen könnte, also zum Beispiel auf A oder S oder Q, R, E, T, C, V, B, B tät noch gehen, oder Y, Space, sowas, dann wäre das echt nützlich, aber geht halt nicht. Okay. So, der nimmt es ein. Ehre bedeutet Schwäche. Was? Achso, wir sind ja jetzt böse. Klar, Ehre ist Schwäche, also wir sind unehrenhaft. Ehre ist für die Schwachen. Wir haben den Feind gefunden. Ach du Scheibenkleister. Ja, das ist schön, wenn es uns gehört, aber wir haben hier übelsten Stress. Die Mühle wird zerstört. Das ist auch sehr schön. Da bauen wir gleich eine neue Mühle. Der Troll sollte recht schnell sterben. Die Mühle kann man nicht retten. Was ist das denn? Fernschuss! Wow! Okay. Gut, der ging jetzt natürlich voll ins Leere. Aber gut zu wissen, dass die das können. Ja gut, sind ja schwarze Waldläufer, ne? Die können das.
Eispfeile erhöht Schaden deutlich. Ja, gut. Ich will dauernd R drücken. Tu's auch, funktioniert halt nicht. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Reiter. Mit den Reitern kann ich nämlich auf die andere Seite der Map, die kriegen den Hotkey 1, also die Steuerungsgruppe 1. Da Zuchtmeister M, das ist so zum Kotzen. Also es wird ein sehr schwieriges Let's Play, mit denen was zu schaffen. Wo ist denn Gollum? Ah, da ist Gollum. Oh, da ist ein Drache. 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 Da ist ein Drache. Da ist ein Drache. Da ist ein Drache. Töte den Drachen. Bitte töte den Drachen. Töte doch den Drachen. Komm schon, der Drache. Der Drache. Der Drache. Der Drache. Der Drache. Der Drache. 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 Ah, schieß! Keine Widerrede, ihr Würmer. Arbeitet, oder ihr werdet... Ich übernehme das Kommando. Ja, ja, Würmer, Würmer. Haben wir den Drachen? Ah, sieht gut aus. Und die sind Stufe 2. Ich zieh die mal zurück. Da nehmen wir ein paar Orks. Und gibt's sowas wie eine Esse hier? Nö. Dann nehmen wir eine Troll- und Wolfsgrube. Und gucken mal, ob das was kann. Sehr interessant, er hat... Axt- und Speerschleuder-Führerschaft. Oh, ich werde hier volle Kanne angegriffen. Ich denke mir, das sind meine Truppen. Dabei sind das alles Gegner. Ach du heilige Misty-Mist-Mist. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich erweite aber das Zeug und mache mal schwarze Nummer und schwarze Waldläufer. Weil die sind schon sehr stark. Die boosten wir mal. Ja, bist halt Mensch. Die bluten halt. Hast Pech gehabt. Oh, und noch Spinnen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ordentlich drüber geritten. Der stirbt jetzt, das werde ich nicht verhindern können. Die Reiter hauen hier mal ab. Speerschleuderer. Die könnten helfen. Ja, der ist halt jetzt gestorben. Aber wir kriegen noch Verstärkung. Den Hexenkönig. Das ist eh eigentlich der einzige, den ich wirklich leveln möchte. Von dem her passt das schon. Und Schneetrolle. Die Hügeltrolle sind ganz gut, aber die Schneetrolle sind halt nochmal ein Stück stärker. Ich könnte zwar... Ja. Was ich machen... Oh, die haben den Ring. Oh, die haben den Ring. Was ich machen könnte, wäre zwar so Spam-mäßig zu spielen. Kriegen ja gar keine neuen Leute dazu. Dass ich sage, okay, ich flute den Gegner mit schwachen Einheiten. Aber ich glaube, es ist fast besser, hier bei Angmar starkes Zeugs zu spielen. Oder halt so zumindest gemischt. Ne? Zumindest gemischt. So ein paar Orks, das macht nichts, die können nichts, die sterben dann halt, whatever. Aber so insgesamt. So, da noch eine Mühle. Nee, das verlieren wir jetzt bitte nicht. Greift es doch da mal an. Können die Speerkämpfer, die können Sturmangriff. Okay, sehr nützlich. Wie wäre es, wenn ihr da angreift? Aha. Ja gut, das haben sie eingenommen. Nee, das haben sie eingenommen. Ja gut, das können wir uns wiederholen. Das ist kein Problem. Oh oh. Nein, da waren irgendwo Gegner. Irgendwo waren Gegner. Ich bin auch überhaupt nicht wach. Ihr merkt es vielleicht, wie langsam ich gerade am Zocken bin. Ich bin halt überhaupt noch nicht wach. Ja, das war das Problem. Baumeister ist gefallen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? So, ein paar Reiter. So, der Baumeister wird jetzt erstmal gerettet. Ich glaube, wenn ich die Vorposten halten kann, dann müsste ich eigentlich eine ganz gute Chance haben, mit dem derzeitigen Einkommen auszukommen. Ihr wisst schon. Wie viele Schneetrolle da schon gestorben sind. Oder maybe, vielleicht sind sie doch nicht so. Doch, die haben den Sturmangriff. Wir haben den Sturmangriff. Der Hexenkönig nimmt mal das bitte ein. Dann schickt mal da ein paar Leute runter. So.
mal eine ganze Armee Schleuderer. Bannerträger können wir erforschen. Das ist nie schlecht. Das Ende des Westens. Okay. Wir haben doch irgendwo Reiter, oder? Was sind die denn? Findet wieder keiner. Was sind meine Reiter? Dann macht der das eben. So, schöner Pfeil habe. Da sind die Reiter. So, der bringt den Tod. Das ist auch sehr schön. Ich habe gar nicht gesagt, wann ihr wieder gucken könnt, ne? Ich bin so schlecht, Mann! Aber ihr habt es vermutlich irgendwann dann schon gemerkt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt... Also, na, sonst tut's mir leid. Aber ich glaube, keiner von euch ist so dämlich und hat bis jetzt gewartet und das Let's Play stumm geguckt, weil er denkt, dass ich den Arm nackig hochgehalten so zocke. Also, ich glaube, so klug seid ihr schon. Also, bei allem Respekt, aber... So blöd kann kein Mensch sein. Ich hoffe, das ist... Ne? Alles klar. Tatsächlich ist dieses, ich nenne es jetzt mal Duell, ziemlich, ja, interessant. Ein Feuerdrache, was? Nö, das ist kein Feuerdrache. Das ist ein Riese. Was labern die? Feuerdrache Riese. Das haben sie auch nicht gecheckt, oder? Gut, den Riesen kann man töten. Ich check nicht, warum die nicht angreifen. Da sind Feuerdrachen. Die können zertöten. So, der hat den Todeszorn. Senkt Rüstungswert und Schaden des Gegners. Das ist ganz nützlich. So, dann nehmen wir Orks. Jo, renn mal ein bisschen weg. Der Hexenkönig stirbt jetzt nicht auch ernsthaft. Nice. So. Die kriegen den Bannerträger. Jetzt ist eng. Ich habe nämlich keine Festung. Und ich habe nur limitierte Chance auszubilden. Das ist bitter. Aber ich bin schon ziemlich weit beim Gegner vorgedrungen. Wenn ich seine Ausbildungsgebäude vernichten kann, müsste ich auch Chancen haben. Und die Jagdschleuderer machen ganz okay Schaden. Das ist schon... Ich muss halt jetzt wirklich schauen, dass ich konstant ausbilde. Und nicht meine guten Leute verliere. Oh, das schaut bitter aus. So, schaffen wir die Feuerdrachen, ich glaube eher nicht. Die sind schon sehr stark unterwegs. Oh, da ist eine Kankra. Ich hau ab. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das Ende des Westens ist nahe. Sie zerstören unsere Mühle. Die Frage ist, ob wir Kankra besiegen können oder nicht. Das tut so weh. So, die sterben. Die sterben. Der ist gestorben. Die haben nichts geschafft. Na gut, die Kankra hat nochmal gut ausgeteilt, ne? Rohstoffe? Oh nein! Verdammt, ich verliere das noch. Ja. Wenn das so weitergeht, verliere ich das noch. Tötet bitte die blöde Kankra. Die muss weg. Die tötet halt viel zu viel. Wow. Was ist denn da der Hotkey? T. Das ist ein guter Hotkey. Mit T kann ich arbeiten.
Wir verlieren unser Gebäude. Hier sind die Elite. Eine Stunde. Wir sind die Herren der Wälder. Wir sind die Boten des Todes. Der Schatten leitet uns. So. Wo sind wir jetzt? Ja, dann drüber. Jetzt müssen wir uns halt wiederholen. Ah, er gibt auf! Warum? Gut, soll mir recht sein. Ich hätte es halt wirklich verloren, glaube ich. Gegen ihn. Ich glaube nicht, dass ich das gewonnen hätte. Aber gut, wenn er aufgibt. Was zur Hölle? Okay, gut, danke, danke. Jetzt habe ich ausgerüstete, also halb ausgerüstete Dingsbums. Warte mal, lass mich mal gucken. Einheiten. Ah, tatsächlich, der hatte nicht mehr so viel. Rohstoffe halt übertrieben viel, weil Cheat-KI. Ich weiß nicht. Das war seltsam. Sehr seltsam. Gut, wir haben ein kleines Königreich errichtet. Ein sehr, sehr, sehr kleines. Da speichere ich mal ganz kurz. Und dann geht's auch gleich wieder weiter.